Hallo meine Freunde, mein Name ist Thomas Gerdon und willkommen zu den kleinen Halloween-Special hier. Nummer 2 dürfte das sein oder 3. Auf jeden Fall eines der Halloween-Specials. In diesem Video möchte ich euch einfach mal meine Lieblingshorrorfilme vorstellen. Ich habe 5 Stück, beziehungsweise ich mag die Horrorfilme, das sind nicht automatisch meine Lieblingshorrorfilme. Einige davon sind meine Lieblingshorrorfilme, andere davon nicht, aber die sind einfach gut. Deswegen würde ich sagen, wir reden gar nicht mehr um den heißen Brei herum und fangen an. Auf Platz 5 meiner Top-List ist Matthäus, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ein französischer Horrorfilm, der im Jahr 2008 erschienen ist. Nach Jahren gelingt es einem kleinen Mädchen, was in der Zeit gefoltert und entwürdigt wurde, zu fliehen. Um zur Ermittlung beizutragen, muss sie gut 15 Jahre nach ihrer Befreiung in ein Waisenhaus verbringen. In der Zeit wird sie immer wieder von einem unheimlichen Wesen heimgesucht, was ihr kein normales Leben mehr ermöglicht. Als die Zeit vorangeschritten ist und sie das Waisenhaus verlässt, hat sie nur eins vor. Rache. Matthäus, meiner Meinung nach ein sehr, sehr grandioser Horrorfilm. Einer der besten Horrorfilme in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall, kann ich mal so sagen. Allerdings ist dieser Horrorfilm nichts für schwache Nerven. Normalerweise hätte ich Matthäus ehrlich gesagt sogar am Platz 2 gepackt. Allerdings wäre das alles ein bisschen komisch gewesen, denn ich finde, der erste Platz und der zweite Platz, die sind relativ ähnlich. Es ist zwar nicht derselbe Film, ist auch nicht Matthäus. Es gibt ja inzwischen eine Version, die in diesem Jahr rausgekommen ist, glaube ich sogar. Weiß ich nicht, stimmt das? Falls es jemand von euch weiß, gerne unten in die Kommentare rein. Auf jeden Fall, der erste und zweite Platz wären dann zu ähnlich. Sind beides im Übrigen französische Horrorfilme, das wäre noch ähnlicher. Auf jeden Fall drehen wir mal ein bisschen weiter über den Film. Matthäus, wie gesagt, nichts für schwache Nerven, denn in Matthäus kommen sehr viele Schockermomente vor, zumindest am Anfang, später nicht mehr am Anfang. Das ist eine mega geniale Entwicklung vom Film, finde ich, eine mega spannende Entwicklung mitzuschauen. Am Anfang waren relativ viele Schocker in diesem Film, für sehr viele Jumpscares, aber zum Schluss wurde der Film immer atmosphärischer vom Soundtrack her. Allerdings auch von der Brutalität her. Immer brutaler wurde der Film. Vor allem am Ende, als der Mensch enthäutet wurde, dachte ich mir so schon, not bad, not bad. Auf jeden Fall ist das ein stark psychologischer Horrorfilm. Deswegen merkt man auch selber, dass der Film so ein bisschen an die Psyche geht. Also da merkt man auf jeden Fall schon einiges, wenn man diesen Film schaut. Und diesen Film würde ich wirklich nur unter Bedacht empfehlen. Also heute Abend ist Halloween. Falls ihr euch was Gruseliges und Ekelhaftes reinziehen wollt, kann ich diesen Film eigentlich nur empfehlen. Weiter geht's mit Platz 4. Auf meinem persönlichen Platz 4 ist die Wrong Turn Reihe. Wrong Turn hat inzwischen 6 Teile und ist, wenn man es genau sieht, immer dasselbe. Jugendliche oder Erwachsene werden von komischen Kannibal-ähnlichen Wesen gejagt. Und daraus entstehen die grandiosesten Überlebensjagden. Das Krankenhaus vielleicht. Dann sind wir Patienten für die Nacht. Hey, was ist los? Sag doch was. Oh, fuck! Daniel, seid ihr's? Auf Platz 4 ist Wrong Turn. Gibt einfach nur eine leichte Erklärung. Wrong Turn ist unheimlich unterhalten. Ich saß die ganze Zeit vorm Fernseher, als ich die Wrong Turn-Reihe gesehen habe, mit so einem Lächeln, weil ich einfach die ganze Zeit lachen musste. Ist eigentlich relativ schwer zu erklären. Aber ich finde Wrong Turn einfach total lustig, denn ich kann diese Kannibalen einfach nicht ernst nehmen wegen ihrem Aussehen. Die sehen einfach lustig aus. Dann gibt es einfach solche Szenen im Film, wo ich mir dachte, okay, was? Wie zum Beispiel, ich habe gestern Abend, ich nehme das Ganze 2 Wochen vor Halloween auf, hat einen bestimmten Grund auf jeden Fall, habe ich gestern Abend den 6. Teil geschaut und der 6. Teil, das war der 6. Teil, Wrong Turn 6. Wenn ihr das 6 ein bisschen betont, die hinteren Buchstaben von 6, wenn ihr das richtig betont, kann man den Film eigentlich so zusammenfassen, kann ich einfach mal so sagen. Auf jeden Fall waren Wrong Turn relativ viele Handlungen dabei und dieser Film war eigentlich nichts Besonderes. Es wurden wieder Leute aufgespießt und es kam viel
Liebe vor, sagen wir es mal so. Naja, bevor ich hier noch länger um den liebenden heißen Brei herumreden will. Platz 3. Platz 3, meine Freunde, erlöse uns von dem Bösen. Zwei Polizisten sind auf Streife, während sie einen Anruf wegen häuslicher Gewalt bekommen haben. Der Mann, der seine Frau geschlagen haben soll, flieht. Allerdings wird er festgenommen. Nach diesem Vorfall geht ein Notruf rein, dass eine Frau ihr Kind im Zoo in einen Löwenkäfig geworfen hat. Der turbulente Abend geht für die Polizisten allerdings noch nicht zu Ende. Sie fahren zu einem besessenen Haus. Im Keller finden sie Filmaufzeichnungen, die den festgenommenen Mann zeigen, wie er mit der gefundenen Leiche im Keller zusammen beim Militär war. Die beiden finden verschiedene Schriftzeichen im Keller, in Jimmys Wohnung, der festgenommene Mann und im Löwenkäfig. Laut dem Priester sollen das die Tore sein, wo das wahre Böse durchkommt. Ich spüre eine Düsternis, sie wächst in mir. Irgendwas geht in mir vor. Haben Sie das auch gesehen? Sie spüren, was andere nicht spüren. Aber das bringt sie auch in Gefahr. Ihre Familie ist bereits gefährdet. Mami? Fangen wir an. ¿Cuál es tu nombre? Platz 3, Erlöse uns von dem Bösen, meiner Meinung nach ein grandioser Horrorfilm, der an manchen Stellen doch unterschätzt wird. Denn Erlöse uns von dem Bösen ist so ein Film, der hat eine super Atmosphäre. Als ich den Film geguckt habe, die Atmosphäre hat einfach gestimmt. Top Atmosphäre, super Kameraführung, Jumpscares waren vorhanden. Gehört eigentlich zu einem Horrorfilm heutzutage eigentlich dazu. Aber diese Jumpscares waren teilweise gar nicht mal so schlecht. Natürlich muss man sagen, einige Jumpscares in diesem Film waren schon relativ überschaubar. Allerdings sind 90% diesem Film in der Handlung zumindest im Dunkeln. Deswegen, ich kann mich noch erinnern, wir haben den damals in der Schule geguckt, diesen Horrorfilm. Ja, wir haben in der Schule relativ häufig sogar in der Abschlusswoche, beziehungsweise vor dem Abschluss relativ oft Filme geguckt und Horrorfilme auch. Da mussten wir zum Beispiel den Bildschirm von der Helligkeit so ein bisschen heller drehen, weil der Film einfach so mega dunkel ist. Naja, wie gesagt, super Schauspieler, zumindest die Hauptrolle fand ich sehr sympathisch her vom schauspielerischen her und alles in allem würde ich sagen, war das ein sehr gelungener Horrorfilm, perfekt für einen Halloween-Abend. Knapp den ersten Platz verpasst, aber dennoch auf Platz 2, Fall 39. Die Sozialarbeiterin Emily Jenkins ist voller Arbeit, als eine neue Akte auf den Tisch gelegt wird. Fall 39. Eine Routineuntersuchung aufgrund dessen, dass die Adoptiveltern eines kleinen Mädchens überfordert sind. Vor Ort merkt Emily schnell, dass etwas nicht stimmt. Das kleine Mädchen guckt sie verzweifelt an, aber sagte nichts zu dieser Situation. Aber aufgrund von mangelnden Beweisen konnte die Sozialarbeiterin nichts machen. Einen Abend ruft das kleine Mädchen sie an und bittet sie um Hilfe. Als Emily mit einem Polizisten angekommen ist, finden sie die Adoptiveltern, wie sie dabei sind, das adoptierte Kind in einem Backofen zu verbrennen. Schnell stellt sich heraus, dass die Eltern gar nicht an dieser Situation schuld sind. Bleib weg von mir! Sie wissen, dass ich nicht verrückt bin! Emily? Sie warten nur darauf, mich zu schnappen. Geht weg! Sie werden nie aufhören. Lass sie in Ruhe! Auf Platz 2 war Fall 39. Fall 39 wurde mir tatsächlich dieses Jahr von einem Kollegen vorgeschlagen, dass ich mir diesen Film mal anschauen sollte. Ich dachte mir irgendwann an einem eines Abends, ich glaube, das war sogar in den Sommerferien, als ich relativ viel Zeit habe und sowieso relativ viele Horrorfilme geguckt habe, dachte ich mir eines Abends, komm, gucken wir uns einfach mal Fall 39 an. Davor habe ich mir keinen Trailer oder so angeschaut. Ich gucke mir, bevor ich einen Horrorfilm gucke, nie einen Trailer an. Ich will mich komplett überraschen lassen von der Story her. Deswegen habe ich mir Fall 39 tatsächlich gegönnt, habe mir den angesehen und ich war doch positiv überrascht. Ich dachte im ersten Moment, das wird wieder so ein Mainstream-Dämonen-Geisterfilm. 5 Millionen Dämonen gibt es auch heutzutage in diesen Geisterfilmen. Allerdings kommt in diesem Film auch ein Dämon vor. Aber wie dieser Dämon später in Szene gesetzt wird, das ist grandios. Ich will nicht zu artig spoilern. Ich habe es ja vorhin schon in der Trailer-Kleinanalyse schon gesagt, dass später etwas nicht mit dem Mädchen stimmt. Und ja, also ich glaube später, wenn man sich überlegt, ob man wirklich Kinder haben will und in diesem Film sieht, da überlegt man sich das zweimal. Oder wenn man später einfach mal ein Kind adoptieren will, das überlegt man sich dann eventuell
sogar 20 Mal, wenn man so einen Film gesehen hat, aber natürlich ist das alles Film. Oder eventuell doch eine Wahrheit heute am Halloween-Abend. Who knows? Who knows? Naja, bevor ich hier weiter pedohaft in die Kamera lächle, würde ich sagen, Platz 1, meine Freunde. Der erste Platz, High Tension. Ebenfalls ein französischer Horrorfilm. Anscheinend haben sie echt viel kranken Mist im Kopf. Geht es um zwei Studenten, die sich etwas entspannen wollten. Sie siedeln sich in ein abgelegenen Landhaus von den Eltern von Alexa, eines der beiden jungen Frauen. Es lässt nicht lange auf sich warten, bis ein sadistischer Mann auftaucht und die gesamte Familie grausam abschlachtet. Er entführte Alexa, aber entdeckte nicht die andere Studentin. Der grausame Kampf ums Überleben beginnt für beide. Platz 1, High Tension. Hört sich auf jeden Fall schon mal irgendwie Englisch an, obwohl der im Endeffekt ein französischer Horrorfilm ist. Vielleicht hat man es schon im Trailer gesehen, der war relativ pixelig, der Trailer. Es tut mir im Übrigen leid dafür, aber ich habe keinen anderen Trailer auf Deutsch zumindest gefunden, wenn er überhaupt auf Deutsch war. Auf jeden Fall war High Tension meiner Meinung nach, beziehungsweise ist High Tension meiner Meinung nach der beste Horrorfilm in diesem Jahrhundert, zumindest von der Brutalität her. Die ganze Zeit hat man in High Tension eine super Spannung. Die ganze Zeit fiebert man im Film meiner Meinung nach mit. Vor allem die Spannung ist direkt am Anfang da. Natürlich, die ersten 10 Minuten sind relativ langweilig. Prologe. Man will wissen, wo genau die zwei Studentinnen hinwollen. Und dann hat man so eine kleine Einführung erstmal in den Film. Und dann beginnt der ganze Spaß, als dann dieser sadistische Typ kam und alle nach dem anderen so gesehen abmurkst. Und im Endeffekt auch noch dieses eine Mädchen bzw. die eine Studentin entführt. Und die anderen versucht ja im Endeffekt, die zu retten. Und das wird dann meiner Meinung nach eine totale Verfolgungsjagd, eine total spannende Verfolgungsjagd, Überlebensjagd, kann man Überlebensjagd sagen? Auf jeden Fall der Kampf ums Überleben später wird nachher total spannend. Vor allem, ich will nicht zu großartig spoilern, aber nachher sind sie an der Tankstelle und mein armes Herz, als ich das damals geguckt habe, das war... Auf jeden Fall High Tension, mega, mega genial. Ich kann mich noch damals daran erinnern, vor allem das Ende ist dann nochmal etwas Spektakuläres meiner Meinung nach, was diesen Film wirklich ausmacht. Normalerweise muss man sagen, von der Story her ist im Endeffekt, gut, es ist schon was Besonderes von der Story her, weil diese Idee noch nicht so oft ausgeschlachtet wurde, wie zum Beispiel mit diesen Dämonen. Auf jeden Fall, Story her, top. Allerdings, dieses Ende, diese Wendung, die am Ende kommt, damit hat... Ich sag's mal so, guckt euch diesen Film heute Abend an Halloween an und schreibt mir dann in die Kommentare, habt ihr mit dieser Wendung gerechnet, die am Ende wirklich preisgegeben wird oder nicht? Ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet. Und als am Ende diese Wendung gekommen ist, ich habe den Film erstmal nicht verstanden tatsächlich. Ich musste dann erstmal googeln, was genau hat das jetzt auf sich. Und wenn man jetzt im Endeffekt das weiß, dann muss man wirklich diesen gesamten Film noch einmal überdenken. Ich musste jede einzelne Szene im Film überdenken. Denn auf einmal hat alles Sinn ergeben. Am Anfang hat auch schon alles Sinn ergeben, aber am Ende noch einen größeren Sinn. Naja, ich würde sagen, das war's erstmal mit dem heutigen Halloween-Special, mit dem zweiten. Im Übrigen, oben links, ist es oben links, ich glaube schon, ist eine Infocard. Da seht ihr im Übrigen das Top 5 Horrorfilme-Video vom letzten Jahr. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie mein Horrorfilm-Geschmack letztes Jahr war. Im Übrigen, auf Platz 1 war ja It. It ist immer noch der absolute Favorit von mir. Aber dieses Jahr wollte ich mal andere Horrorfilme vorstellen, die ich im Übrigen auch gut fand, die perfekt für heute Abend Halloween sind. Sieht voll geil aus mit den LEDs, ne? Naja, viel Spaß heute Abend. Ihr habt 5 Horrorfilme, die ihr gucken könnt. Vielleicht guckt ihr 1, 3, 4, 5, 7. Das ist mal ein bisschen Real Talk am Ende. Und zwar muss man immer wieder sagen, dass Horrorfilme nicht für jedermann gemacht sind. Man sollte auf jeden Fall schon mal die FSK-Abstufungen auf diesen Film wahrnehmen, beziehungsweise ernst nehmen.
Denn ich kenne einfach viele, die auch schon über 18 sind, die immer noch totale Angst vor Horrorfilmen haben, die wirklich nachher Probleme haben beim Einschlafen. Und deswegen auch, ich weiß, dass ich einige jüngere Zuschauer habe, die eventuell dieses Video gucken, nehmt diese Horrorfilme nicht einfach zu locker. Wenn ihr wirklich ein bisschen Angst vor Horrorfilmen habt, überlegt besser 10-mal, bevor ihr diesen Horrorfilm im Endeffekt guckt, ob ihr es wirklich euch antun könnt, denn Horrorfilme können wirklich schon an die Psyche gehen und damit ist echt nicht zu spaßen. Deswegen sollte man Horrorfilme immer mit Bedacht genießen, sage ich mal so. Und übertreibt es nicht zu viele Horrorfilme gucken. Wie gesagt, es ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich persönlich gucke jetzt in den Ferien zum Beispiel täglich einen Horrorfilm. Mir macht das persönlich nichts aus, denn ich bin schon relativ abgehärtet. Ich habe sowieso mal gelesen, tatsächlich, Menschen, die viele Horrorfilme gucken, können im Endeffekt Fiktion von der Realität besser unterscheiden als Menschen, die nicht so viele Horrorfilme gucken. Und das ist halt jetzt bei mir zum Beispiel der Vorteil. Also deswegen habe ich nicht mehr so große Angst nach einem Horrorfilm zum Beispiel. Also in Horrorfilmen habe ich selten Angst, kommt auch nochmal vor, ist relativ klar, ne? Aber danach haben halt solche Menschen, als wenn ich so ein Untermensch wäre. Naja, ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Schreibt mir doch gerne eure Meinungen zu diesen Horrorfilmen gerne unten in die Kommentare rein. Habt ihr die schon gesehen? Habt ihr schon mal was davon gehört? Alle Meinungen einfach unten rein spammen. Und falls ihr euch das heute Abend angucken wollt, sagt mir Bescheid, wie ihr ihn danach fandet. Das würde mich auch interessieren. Naja, das war's mit dem heutigen Halloween-Special. Später kommt noch ein Special. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.